Vor der US-Ostküste wirbelt aktuell Ex-Hurricane Bertha. Der Sturm bleibt jedoch auf dem Meer und dreht in einem großen Bogen nach Nordosten auf den Atlantik hinaus. Am Wochenende werden die Reste dieses Sturms dann für das Wetter in Westeuropa sehr interessant. Bertha wandelt sich nämlich in ein nicht-tropisches Orkantief um und taucht ab Freitag auf der europäischen Wetterkarte auf. Es sorgt in der Folge für Sturmgefahr an den gesamten Küsten Westeuropas. Dabei gibt es zwei Szenarien. Entweder zieht Bertha in einem Bogen über die britischen Inseln hinweg nach Nordosten, was Sturm- und Orkanböen für Irland und England bedeuten würde. Uns würde der Sturm dagegen nur streifen. Szenario 2 ist deutlich brisanter für unser Wetter. Hier zieht das Tief südlicher und brächte zunächst der Bretagne Orkanböen und Unwetter. Anschließend würde das Sturmtief über den Ärmelkanal die Nordsee erreichen, was möglicherweise schweren Sturm von Calais bis hinauf nach Dänemark zur Folge haben kann. So oder so ist die Wetterentwicklung höchst ungewöhnlich für Mitte August und sehr gefährlich. Aktuell sind noch zehntausende Urlauber an den Küsten. Sollte der Sturm am Wochenende wirklich so kommen, wären Schäden in den vollbelaubten Wäldern und Chaos auf vielen Campingplätzen an den Küsten unvermeidlich.